Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play hier auf Remastered. Mein Name ist Justus, vielleicht kennt man mich noch nicht, aber spätestens mit diesem Gameplay wird man mich kennenlernen, denn wir werden zusammen die Reise in die Oddworld beginnen und zusammen natürlich mit Abe eine wunderbare, tolle Reise beginnen, ein Abenteuer erleben und gucken, ja, wie weit wir kommen. Ich denke mal, ich möchte gerne erfahren, ob Abe wirklich das schafft, was er schaffen möchte. Ich will noch nicht so viel vorwegnehmen. Das Spiel kommt eigentlich original von 1997. Da kam die ursprüngliche Version raus für die PS1 und für den PC. Ja, gut 17 Jahre, ich glaube fast schon 18 Jahre später, kommt nun eine remasterte Version raus. Es gab zwar schon ein, zwei HD-Remakes, aber diese Version hat nicht nur ein HD-Remake, sondern auch einige neue Spielelemente. Daher auch der Name New and Tasty. Titel ist ansonsten eigentlich gleich, Oddworld Abe's Odyssey, nur wie gesagt, New and Tasty wurde noch mit drangepackt. Ja, ich will gar nicht so viel jetzt erzählen, wir starten mal gleich das Spiel. So, übrigens, der liebe Kerl, der uns hier anguckt, ist unser Hauptcharakter Abe und mit dem werden wir hauptsächlich spielen. So, was für ein Schwierigkeitsgrad nehmen wir denn? Schwierigkeitsgrad wählen für die Spieler, die lieber die Aussicht genießen möchten, als scharfe Zähne und Kugeln auszuweichen. Eine sanfte Einführung in die Oddworld. Nee, sanft will ich eigentlich nicht. Schwer denke ich auch nicht für Modokons. Ja, wir sind zwar Modokons oder beziehungsweise wir spielen Modokons, das sind die Viecher, ja, oder besser gesagt auch die Rasse hier von Abe, die heißen Modokons. Aber ich denke mal, wir werden uns eher auf normal beschränken, ist auch die Empfehlung der, naja, Redaktion will ich nicht sagen, aber zumindest der Spielentwickler oder der Entwickler. Eine faire Herausforderung, wie sie im Buche steht, nicht allzu schwierig, aber du wirst deine Checkpoints brauchen. Hört sich ziemlich gut an, ich denke mal, da werden wir uns nicht großartig aufregen müssen. Natürlich gibt es die eine oder andere Szene, wo wir uns wahrscheinlich auch doch ärgern werden, aber ich denke mal, das wird in einem Rahmen sein, mit dem wir leben können. So, okay, eine klassische Einzelstory erlebt, das klassische Einzelspielerstory erlebnis, meine Güte, was für ein Wort, oder was für ein... Ja doch, was für ein Wort. Einzelspieler-Story-Erlebnis soll ja in irgendeiner Form dann doch ein einzelnes Wort darstellen. Zwar ist es mit Bindestrichen getrennt, aber ja gut, komm. Kooperationsmodus ist nur, übernimmt abwechselnd die Rolle von Abe. Jeder Spieler greift seinen eigenen Controller und wenn Abe das Zeitliche segnet, dann übernimmt der andere Spieler die Kontrolle. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos, denn ich meine, wenn man auch nur einen Controller hat, kann man den auch rein theoretisch einfach dem anderen reichen. So, hier haben wir nochmal die Einstellungen. Ich denke mal aber, wir werden das gleich mal fortsetzen. Warte mal, kann ich hier einfach A drücken? Wunderbar. Dann kommt jetzt das Intro. Viel Spaß. This is Rupture Farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. That's me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies.
Until the meaches were through. We still made paramite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckens were scared because prophets were grim. How the hell we gonna get out of this one? Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going down. What? My God, Mullet, what are you gonna do about it, huh? Watch. But Mullet was cool. Show him. All right, boss. He had a plan. How? This new kind of meat? It was us! We got a lot of good luck. We'll chop them up! I just had to escape. I just had to be free. I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! Alles klar, das werden wir machen. Wir werden dich natürlich versuchen, hier rauszuholen. Wanted Abe, der arme Kerl, der wollte doch eigentlich nichts tun, aber hat's erfahren, was Rapture Farms mit seinem Volk vorhat, mit den Modukons. Das geht natürlich nicht klar, dass man die in irgendeiner Form zu Essen verwandelt. Das ist ja, fände ich glaube ich auch nicht so ganz cool. So, meinetwegen begrüße ich euch nochmal. Herzlich willkommen zu Apes Odyssey. Wunderbares Spiel, damals schon eine coole Geschichte, heute immer noch. Da kommen auch schon die bösen, fiesen Wachen, die uns natürlich einfangen möchten. Wir sind gesucht. Boah, ich habe das damals echt gefeiert, das Spiel. Aber ich kam nie wirklich darüber hinaus, da mal großartig weiterzukommen, weil ich es nicht wirklich verstanden habe. Auch die Geschichten hier so. Genau, die Sachen, die er dir erzählt, ne, als kleines Kind, weiß man noch nicht unbedingt, was Follow Me und sowas bedeutet. Und vor allem, was man mit diesen kommunikativen Sätzen und Gestiken alles machen kann. Ich kann es euch mal zeigen, was man damit machen kann. Erstmal muss ich mal gucken, wie rennt man denn? So, okay. So, Moment. Und hier werden wir auch noch hüpfen. Hier übrigens, das Blaue ist ein Checkpoint. Da werden wir dann immer wieder erscheinen oder immer wieder spawnen, falls wir sterben. So. Ich schaute hier übrigens gerade, das ist so eine Art Zaubern. Die Modokons haben zum Teil eine Fähigkeit, die halt beispielsweise andere Wesen dann mit beim Schanten übernehmen können. Beispielsweise kann ich ihn jetzt hier steuern. Ich kann mit ihm auch schießen. Ich kann wahrscheinlich auch mit anderen kommunizieren, also anderen Viechern. Das kann ich noch. Ich kann auch schlagen. Hüpfen kann ich nicht. Aber ich kann mich jetzt auch umbringen, wenn ich weiter schante. Bumm. So, Abe, gut gemacht. Lacht er sich auch einen ab. Genau, was wollte ich euch denn jetzt zeigen? Komm, springen wir hier runter. Ach genau, ich wollte euch eigentlich zeigen, was diese Arten von Sprache, was man damit machen kann. Man kann beispielsweise Artgenossen, andere Modokons damit ansprechen. Er sagt jetzt Hallo. Ich kann ihm sagen, er soll hier stayen, also warten. Ich kann auch sagen, follow me.
ich glaube, ich sollte mal lieber sagen, bleib hier. Der soll hier warten. Ich glaube, hier ist noch so ein Kollege. Okay. Ich sollte abhauen. So. Ich schante mal hier wieder. Komm mal her. Ich übernehme dich mal schnell. Man sollte immer aufpassen, wo man sich bewegt. Es könnten immer irgendwelche Leute da sein. Zack, bumm, in die Fresse. Cool. Ja, komm. So, jetzt kann ich mit ihm noch weitersprechen, mit meinen Kommunikationsfähigkeiten. Hallo und follow me mal. So. Ach, hier können wir runter. So, was wir machen können. Und das ist eventuell auch einzigartig. Ey, scheint ein besonderer Typ zu sein, ne? Folge mir auch mal. Und er kann seine Artgenossen retten. So, wir haben jetzt zwei Stück gerettet, indem wir, ja, wenn wir solche Tauben sehen, hier einfach nur auf unsere Zaubertasten drücken. Dann öffnet er ein Portal und rettet seine Artgenossen. So, gehen wir mal in die nächste Etage. Na, das klappt noch nicht so richtig, habe ich manchmal den Eindruck. Achso, man darf gar nichts drücken. Immer tiefer Drang Ape in Rapture Farm sein. Mehr konnte ich leider nicht lesen, war mir ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. So, ich laufe erstmal durch und guck mal, ob wir hier vielleicht irgendwelche Feinde haben. Sage Hallo und rede mit Modokons, mit Hilfe der Gamespeak-Tasten. Probier es aus. Ja, cool, hier wird man auch recht gut. Ja, komm, follow me. Der soll mir auch mal folgen und... So, jetzt habe ich hier drei Kollegen. Ich guck erstmal, ob ich hier... Aha! Ich wollte erstmal gucken, ob ich hier vielleicht noch ein paar Feinde habe. Nicht, dass die in irgendeiner Form dann alle abgeknallt werden, weil wenn man hier Modokons hat, die nicht arbeiten, das ist meistens... Dann ein Grund, dass die Viecher einfach abgeknallt werden. Wir haben ja gerade gesehen, das sind so böse Wachen. Die müssten wir natürlich versuchen, erst vorher auszuschalten oder unschädlich zu machen. So, ja cool. Man wird hier auf jeden Fall gut durch einige Hinweise durchs Spiel gebracht. Finde ich cool. Hier haben wir nochmal so eine Art Karte. Hier können wir sehen, wo wir uns befinden. Rapture Farms, ja. Da oben befinden wir uns. Das ist eine gesamte Karte anscheinend. So. Und hier haben wir... Genau. Dann eine Etage, wo wir uns gerade befinden. Zulag 1. 64. Ich denke mal, das bedeutet, dass wir dann noch 64 Modokons zu retten haben. Wir versuchen natürlich, alle zu retten. Aber ich denke mal, das schaffen wir nicht. Weil es hier so viele geheime Gänge gibt. Die kann man, glaube ich, nicht alle finden, wenn man nicht genau weiß, wo sie sich befinden. So, was haben wir denn hier? Also, hier haben wir wieder einen Checkpoint. Hier oben haben wir auch so eine Gerätschaft. Ich kann ja mal hier kurz zaubern. Da werden wir dann doch schnell aufgehalten. Somit können wir den Typen nicht übernehmen. Was wir machen können, ist aber ihn hier in die Tiefe stürzen. Hat wunderbar geklappt. Ich glaube, ich schaue jetzt mal, bevor ich jetzt die beiden Leute mal anspreche. Ob wir hier vielleicht noch irgendeinen haben. Wahrscheinlich schon. Ah, hier, das ist schon wieder ein Checkpoint. Wunderbar. Ach, hier haben wir zwei Stück. Ich glaube, ich nehme mir mal einen. Help me! Der hat mich abgeknallt. Naja, gut. Wenn sie sich gegenseitig umbringen, ist ja auch in Ordnung. Ich hätte nur gerne den anderen abgeknallt, aber ist jetzt auch kein Ding. Ich meine, ich kann ja auch hier einfach in diesen... Strom. Ja, Stromgenerator gehen diese Geschichte. So. Wunderbar. Dann aktiviere ich hier mal, oder deaktiviere ich besser mal die Geschichte, damit wir hier ja gleich unsere Kollegen befreien können. Guten Tag, liebe Freunde. Hallo. Folgen wir mal. So. Du wirst jetzt auch noch befreit. Ach, wunderbar. So. Viel Spaß und willkommen in der Freiheit. Was sehen wir denn da nochmal? Mit Hilfe der unbegrenzten Zahl von Kronkorken kannst du das Werfen üben. Sei bitte auch
Sie bieten auch oft eine willkommene Ablenkung. Ah, hätte ich auch mal tun können. Gut. Muss ich mal gucken. Ach, hier haben wir die Kronkorken. Hier ist übrigens Schleichen. Auch interessant, weil man mal an Gegner vorbei muss. Hier werfe ich Kronkorken. Ach so, hier ziele ich. Ja, gucke ich mal im nächsten Raum, wie das funktioniert. Aber ich sehe gerade, oh Gott, die Zeit, die rennt und rennt. 15 Minuten sind jetzt auch schon wieder um. Ich bin mir nicht ganz sicher, da ich im Vorhinein ja noch ein bisschen was erzählt habe. Aber gut, ich denke mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich speichere hier mal ab, das ist schön schnell speichern. Das bedeutet, wir sind genau an der Stelle wieder da und schalten wir wieder ein, wenn es halt auch, wo wir letztes Mal auch aufgehört haben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.